Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Subnautica. Ja, wir versuchen noch immer die Gelsäcke zu finden, die wir benötigen. Oh, da ist ein Warper, da müssen wir aufpassen. Versuchen noch immer die Gelsäcke zu finden. Und wir können hier gar nicht mehr, wer weiß wie weit, fahren in die Richtung. Leider. Wegen der maximalen Tauchtiefe. Das ist irgendwie ganz schön gruselig gerade, wenn man nicht wirklich weit gucken kann. So, wir steigen einmal aus und reparieren mal die Seemotte. Und dann können wir mal ein bisschen was hier in den Frachtraum reinpacken. Ja, was wir mit dem Schweber anfangen können, weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, mir gehen auch so langsam die Ideen aus, wo wir denn Gelsäcke herbekommen könnten. Hier ist alles voll mit Warpern. Und bis ins das Gebiet da unten können wir wahrscheinlich eh noch nicht tauchen, so wie es aussieht. Leuchtet aber irgendwas ganz interessant. Ach, hier sind diese... Wie heißen die eigentlich? Irgendwas mit Schreiter, glaube ich. Die hinterlassen manchmal Ablagerungen, die man knacken kann. Ich versuche die mal zu scannen. Seewanderer heißen die. Also die tun uns für gewöhnlich nichts. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass sie nicht auf einen drauf treten. Aber die hinterlassen hier ab und zu diese Schiefereinschlüsse. Ist sehr praktisch, wenn man Rohstoffe braucht, die in Schiefer vorkommen. Bringt uns jetzt gerade allerdings nicht wirklich weiter, leider. Noch ein bisschen Rubin an der Wand. Oh, Moment, das könnte ein Gelsack sein. Scanner Gelsack. Sehr schön. Haben wir endlich die Gelsäcke gefunden. Das lasst mich mal überlegen. Ich glaube, mit dem Messer kann man die abbauen, dann bekommt man die Samen. Stück. Kann man den Rest jetzt noch einsammeln? Das wäre ganz toll. Aber sieht nicht so aus. Ne, kann man anscheinend nicht. Schade. Tiefenpilz kann man mal einsammeln. Neuer Bauplan. Was denn für ein Bauplan? Kernreaktor ist klar. Modifizierungsstation. Das werde ich dann alles bei Gelegenheit offscreen bauen. Wärmereaktor. Zyklop. Wirbeltorpedo, Säuretorpedo. Tiefenmodul. Thermalklinge können wir jetzt auch schon bauen. Ja gut, müssen wir mal in der Base schauen, was wir mit diesen weißen Pilzen anfangen können. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, ein Gelsack haben wir schon mal. Also die Grundversorgung ist gesichert. Zumindest die Samen aus dem Gelsack haben wir.
Das heißt, wir können die bei uns an der Basis anpflanzen. Damit wir auf Dauer einen mehr oder minder unbegrenzten Vorrat haben. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir jetzt noch einen finden würden, den wir so ernten können. Dann können wir nämlich vielleicht das Aerogel schon mal herstellen. So, ich würde sagen, wir versuchen mal grob herauszufinden, in welche Richtung es zurückgeht. Da lang. Das heißt, wir schippern jetzt weiter in die Richtung hier. Und finden natürlich keinen Ausgang aus der Höhle. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir aus der Höhle hier wieder rauskommen. Ich hätte jetzt die Hoffnung gehabt, dass die Höhle da auf der anderen Seite vielleicht noch einen Ausgang hat. Dass wir da vielleicht hätten noch einen Gehsack mitnehmen können. Auf dem Weg. Aber gut. Wir haben jetzt zumindest mal die Samen. Das heißt, die können wir bei uns an der Basis anbauen. Und damit geht es doch steil voran. Wir nehmen dann jetzt auf dem Rückweg nochmal Tischkorallenproben mit. Eigentlich mal ein bisschen weiter auf dem Meeresboden hier fahren. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Aber das sieht gerade nicht so gut aus. Da ist noch ein kleiner Behälter, aber wie gesagt, die Tarn haben wir momentan genug. Da habe ich ja beide Spinde voll. Aber gut, selbst wenn wir nichts mehr finden sollten, haben wir jetzt einiges zusammen, um bei der Basis weiterzumachen. Wenn auch leider nicht. Was ist das denn? Irgendwelche Algen. Wenn auch leider nicht den Lebensform-Zuchtbehälter. Das wäre noch ganz toll gewesen, wenn wir den gefunden hätten. Das ist jetzt aber kein Weltuntergang. Wir haben ja zumindest schon mal die Melonensamen oder Melonen, mit denen wir uns ernähren können. Oh, die sind schon zu alt. Die sind verfault. Die sollte ich nicht mehr essen. Habe ich gerade festgestellt. So, wir könnten. Was ist das? Wollte sagen, wir können mal auf dem Riffrücken schauen, ob wir da noch mal diese komischen Pocken oder was das waren finden. Ach, Seemottenfragment. In diesen Pocken gab es ja auch immer Kupfer. Oh, da ist doch mal ein großes Wrack, würde ich mal sagen. Das hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Kennen wir das schon? Oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann sein, dass wir hier schon waren. Mal schauen, haben wir irgendwo eine Tür, einen Eingang oder sowas? Da ist eine Tür, aber die kriegen wir nicht auf. Da kommen wir auch nicht rein. Sieht so aus, als würde man hier nicht reinkommen in das Ding. Das ist natürlich schade. Kommt man von hier unten vielleicht rein? Sieht nicht gut aus. Ach, hier ist ein Eingang. Das Kommunikator an der Wand.
Wie gesagt, es kommt mir bekannt vor, aber wenn wir hier schon mal waren, dann haben wir auf jeden Fall ein PDA zurückgelassen. Noch ein bisschen Wasser. Ah, sieht aber nicht so aus, als wenn es hier noch großartig was für uns geben würde. So, wir suchen uns jetzt mal schnell den Rückweg. Irgendwie. Oh, ich hänge mich hier leidenschaftlich gerne auf. Wenn man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, dann geht es irgendwann nicht mehr weiter. So, zurück zur Seemotte. Und da können wir uns den PDA ja mal öffnen. Überlebende Degasi. Wie gesagt, könnt ihr gerne Videos stoppen und euch durchlesen. Ich sag das jetzt eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwie was so ein PDA öffne. Es dauert einfach nur viel zu lange, das alles vorzulesen. Da würden wir etliche Folgen nur mit Vorlesen verbringen. Und das ist für die meisten Leute ja nun nicht wirklich interessant. So, hier gab es nichts mehr. Dann fahren wir wieder zurück Richtung Basis. Wie gesagt, Tischkorallenproben nehmen wir noch mit. Und dann geht es auch offscreen schon weiter. Ach ne, da ist ein Felsen. Ich wollte sagen, es sieht aus wie das nächste Wrack, was wir untersuchen können. Ja, irgendwann müssen wir in diesen dichten Wäldern ein bisschen auf dem Grund lang schwimmen. Die Pirscher, das sind diese Raubfische hier, die verlieren ab und zu ihre Zähne, die landen auf dem Grund. Die brauchen wir später für emailliertes Glas. Und dafür müssen wir dann hier in den Gräben lang schwimmen. Oder fahren mit der Seemotte. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir Tischkorallen finden. Sind das hier Tischkorallen? Tischkoralle. Ach, Inventar ist voll. Toll. Das hat ja geklappt. So, und das Ding können wir mal fallen lassen. Das ist ja leider ein bisschen schlecht. Ja, wie gesagt, das wäre mit dem Lebensform-Zugbehälter jetzt natürlich deutlich besser, wenn wir den schon hätten. Oh, die Tischkoralle können wir gar nicht mehr mitnehmen. Da könnten wir uns dann einfach ein paar Blasenfische halten und ein paar von den Glubschern. Beziehungsweise, wir haben ja jetzt das Aerogel zum Glück, beziehungsweise zumindest die Samen von den Gelsäcken. Das heißt, wir könnten, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, wie heißt denn das? Die Entsalzungsanlage bauen. So, jetzt muss ich mal gucken, was habe ich überhaupt im Inventar. Tischkorallen und Titan. So, dann trinken wir mal eben ein Schlückchen, bevor wir verdursten. Gehen hier nach draußen. Wählen das Konstruktionswerkzeug aus. Und basteln uns mal einen Außenbildkasten. Ups, jetzt habe ich wieder die falsche Taste gerückt. Der ist jetzt wieder weg. Nee, die Taste brauche ich. Außenbildkasten.
Stellen wir den mal hier hin. So. Dann können wir hier die Gelsäcke nämlich einpflanzen. So, die Dinger können wir mal einsammeln. Na, ich wollte eigentlich nochmal. Ich will nicht an den Außenbeetkasten, ich will an die Blutranke ran. Blutranke. Also ein bisschen schwierig. Ich weiß es nicht genau, ob die noch größer werden. Das wäre natürlich schön, dass man da besser rankommt. So, hier wächst aber alles relativ schnell, so wie es aussieht. 11%. Kann man das Zeug mit dem Messer ernten? Nee, kann man nicht. Schade. Ich weiß auch nicht, ob das Blutöl nachwächst. Oder ob man dafür die Ranke neu einpflanzen muss. Keine Ahnung. Na gut, dann machen wir erstmal wieder rein. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Ach so, jetzt haben wir nochmal zweimal Blutöl im Inventar, das ist egal. Kalorienaufnahme empfohlen. Titan haben wir gesagt, haben wir voll. Wir können hier nochmal Rubin ein bisschen abladen. Und Moment, Konstruktionswerkzeug, Modifizierungsstation wäre jetzt ganz toll. Wo haben wir die denn? Hier, Computerchip, Titan und Blei. Blei, haben wir noch Blei? Blei haben wir noch. Computerchip brauchen wir, dafür brauchen wir jetzt noch Kupfer, ne? Nehmen wir zwei mit. So, schauen wir mal, Fabrikator. Ah, mit dem weißen Pilz kann man Salzsäure herstellen. Was haben wir hier? Kernbrennstab. Dafür brauchen wir noch kristallines Uranit. So, Kupferdraht, Gold müssen wir uns gleich nochmal holen. Können wir uns einen Computerchip herstellen. Gold müssten wir eigentlich auch schon haben, hier. Können wir uns einen Computerchip herstellen. So. Und jetzt sollten wir eigentlich die Modifizierungsstation bauen können. Wo setzen wir die denn hin? Die setzen wir, glaube ich, mal hier hin. So. Malklinge können wir uns machen. Ich glaube, da nehmen wir die Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. 4x Lithium, das könnten wir sogar haben. Supergleitfähige Schwimmflossen könnten wir eigentlich auch schon. Zyklopmodule hier, Tiefenmodule. Oh. Dafür brauchen wir Plaststahlbarren. Ich weiß gar nicht, wie man die herstellt, um ehrlich zu sein. Das könnte ein Problem werden. So, wir schauen mal, ob wir hier schon wieder was zu essen haben. Soweit. Sieht gut aus. Dann können wir mal eben schnell was essen, bevor wir verhungern. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen Samen holen. Oh, scheiße, Inventar voll. Machen wir die Sachen erstmal hier rein. Die Tischkorallen auch erstmal. Die Samen können wir auch erstmal hier rein machen. Und hier nochmal 4.
Dann haben wir zumindest schon mal genug Samen, um das Beet wieder aufzufüllen. Eigentlich hätte ich gerne nochmal ein paar Samen. Da haben wir nämlich ein paar auf Reserve. So, ja, das können wir ernten. Und da können wir uns hier ein paar Samen rausnehmen und gleich wieder anpflanzen. Habe ich zu viele Samen rausgenommen? Na, was war das denn jetzt? So, eigentlich könnten wir noch einen Außenbeetkasten setzen, um einen Tiefenpilz anzubauen. Das machen wir gerade noch zusammen. Und dann entlasse ich euch auch aus der Folge. Konstruktionswerkzeug. Außenbeet. Kommen wir uns hier nochmal. Ich weiß gar nicht, kann man den anbauen oder mal gucken. Ist natürlich, vermehrt er sich jetzt vor allein oder kann man den mit dem Messer noch mal abbauen? Ah, mit dem Messer kriegt man die Samen raus, so wie bei den anderen auch. So, dann haben wir jetzt nämlich 4. Und dann können wir uns eigentlich auch einen Säurepilz noch daneben hinlegen, oder? Ich weiß jetzt nicht. Oh, da wurde ich jetzt gerade etwas erschrocken. Der sollte gar nicht so nah hier an die Basis schwimmen. Das war jetzt ganz schön frech. So, wir haben noch 2-mal Titan. Das heißt, wir machen hier noch ein Beet hinter. Ja, ich habe gerne für jede Pflanzenart ein einzelnes Beet. Dann packen wir hier mal den Säurepilz rein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.